Hallo und hallo meine lieben Freunde, willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Sky Factory 3 zusammen mit den lieben Sir Lance und komisch Augen. Hallöchen und ein Creeper. Jenny. So. Ich übernehme mal wieder die Moderation. Ich möchte hier nämlich gern ein 5x5 Feld. Pass auf, hier ist ein Loch. Mit Dirt auskleiden. Warum? Wirst du gleich sehen. Okay. Kannst mir auch gern dabei helfen. Ich will gerade noch eine Kiste machen, wo ich überschüssiges Zeug rein tun kann. Ui, meine Spitzhacke ist ein Level Up. Cool. Keine Ahnung, was da jetzt gerade dazugekommen ist. So. So, warte mal, was brauche ich hier? So, jetzt spawnt hier auch nichts. Rest dort kann ich wegpacken. So, Kobbel kann ich auch wegtun. Okay. Kommst du dann gleich? Ja, andere Richtung, sorry. Und am besten bräuchten wir hier noch eine permanente Wasserquelle. Soll ich sie hinmachen? Ja, hier vorne am besten. Und Achtung, Loch. Loch? Ich hätte auch einen Eimer dabei. Hab ich drauf. Okay. Muss nur noch Boden rein. Du Arsch. So. Was denn? Oh, ist voll. Gut. So, weil jetzt können wir jetzt nämlich einen Ancient Spawn hinpacken. Ach, das spawnt doch ganze Zeit dann Monster drauf. Nein. Das verwandelt sich jetzt sehr, sehr langsam in diesen lilanen Wasser. Oder? Ja, genau. Einzige Problem. Einzige oder einziges? Wir brauchen eine Watering Can am besten. Watering Can. Ach, ist sogar relativ einfach. Hast du zufälligerweise Bowls über? Oder soll ich einfach neue craften? Crafte neue. Okay. So. Hat die jetzt ernsthaft eine maximale Haltbarkeit? Boah, das wäre mies. Ja, ich muss sie wirklich stückweise hier aufgießen. Was denn? Und die verbraucht sich langsam. Ach du Scheiße. So. Da auch. Und jetzt geht's schon ein bisschen schneller, ja. Also ich habe jetzt mal eine Gießkanne gebaut. Ach so. Alter, diese Musik! So, ich pack die Gießkanne mal bei dir in eine der Kisten hin. Kommst du in meinem her? Ja. Weil wir haben jetzt ein Bucket voll mit Witch Water. Wie viel Quarz verdammte brauchst Kacke. Du? Du brauchst wahrscheinlich nur einen Quarz, oder? Hä, wieso Quarz? Ja. Du brauchst doch Quarz für den, Ja, ich brauch zwei Quarz. Okay. So, hier. Zack. Ja. Sand rein und wir haben Soul Sand. Und? Ah, kann man so auch machen. Gut. Also jetzt geht's schon um einige schneller. Ich weiß nicht genau, wie viele Blöcke rundherum man noch machen kann, damit es schneller geht. Auf jeden Fall, dieses 5x5, wie man sieht, das reicht halt schon. Das geht schon recht schnell. Ach, flickst du da immer noch die... Mm-mm. Ich wollte doch die Plattform machen. Ach so. Okay. So. Zack. Ich nehme den Sand einfach mal mit, weil zwei sollten reichen. Da sollten wir genug Quarz rauskriegen. So, weil Quarz kann man jetzt nämlich 7. Soul Sand kann man 7. Und da bekommt man aus dem Diamant 7. Ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit zumindest ein raus. Ich hoffe es zumindest. So. Ja, ich habe einen rausbekommen. Zwei Stück brauchst du? Ja. Yep. Und zwei habe ich. Passt. Gut.
Dann. Das ist auch schon fast durch. Ich pack dir das hinten mal bei mir in eine Kiste rein. Mhm. Und wie gesagt, denk dran, das brauchen wir eigentlich noch, bevor wir die letzte Folge heute aufnehmen. Ich würde das sehr, sehr gerne fertig machen noch. Also, wo darf ich jetzt die Siebanlage hinpacken? Die Siebanlage rein theoretisch hier vorne. Also hier. In der Richtung kannst du erweitern, wie du willst. In der Richtung kannst du erweitern, wie du willst. Okay, dann würde ich sagen, hier packen wir den Koppelgenerator hin. Machen wir es einfach erstmal seitlich. So, Koppel, das muss gecraftet werden. Da wird das klein gehackt, gecraftet, klein gehackt. Verdammt, ich brauche noch ein ganzes Stück mehr Plattform. Wärst du so lieb? Also auf klar Deutsch übersetzt. Schatzi, würdest du bitte ganz, ganz lieb sein und mir noch die Plattform erweitern? Ja, Schatz, natürlich würde ich das machen. Aber nur, weil du mich so da drin... Danke, Tina. Bitte. Du bist manchmal unmöglich, weißt du das? Ich weiß, aber trotzdem liebst du mich. Ah, Ansichtssache. Ansichtssache? Ansichtssache? Ja. Mir ist gerade mein Kopfhörer vor Leid Panik aus dem Ohr gefallen. Okay. So. Dann wird hier... Also ich verstehe Fraps nicht. Ich verstehe Fraps nicht. Gecraftet. Zerkleinert. Zerkleinert. Gecraftet. Und hier wäre dann theoretisch das Sieb. Schatzi? Ja. Eine Frage habe ich. Es reicht von der... Ja. Folgendes Problem. Ich nehme Fraps auf. Ja. Und Fraps hat in letzter Folge gemeint, ja, du hast ja nur 30 FPS. Dachte mir, habe ich mir nichts dabei gedacht. Und jetzt nehme ich nochmal auf und es sind einfach 60 FPS. Ja. Fraps ist scheiße. Ich hatte erst die ganze Zeit 120. Also als Anzeige, dass er die aufnimmt. Ja. Ganz komisch, ey. So, ich hoffe, dass ich genügend habe. Bin ich froh, wenn wir den Kram automatisiert haben. Das nervt ganz minimal gerade. So, das heißt... Ja, fahr halt noch lauter hier bei mir vor der Tür vorbei. Ja. So. Wahrscheinlich ist das Lalos, der bei dir vorbeifährt. Klar. Also, das Sieb habe ich. Ich würde die Siebe gerne nach ganz vorne packen. Was hältst du davon? Solange du mich hier nicht über diesen Bereich hier läufst, über diesen Bereich drüber gehst. So. Über welchen Bereich? Über den Zaunbereich, diesen Bereich hier. Ach so, nee. Das ist in Mitte 3x3. So wollte ich das quasi machen. Ja, passt doch. Und der Regen hat endlich aufgehört. So, hier kommt der Generator hin. Always extract. Der kriegt ein Insert. So. Zack. Apply. So. Ah, scheiße, wir brauchen auch noch Strom drunter. Mach ich im Nachhinein. So, dann brauchen wir jetzt 3 Hammer. Ich hoffe, wir haben jetzt genügend Diamanten und genügend Stahl. Bin ich Hammer genug? Nein. Und wir haben nicht mal ansatzweise genug Stahl. Puh. Hauptsache, ich verbrauche unsere gesamte Kohle gerade. So. Was brauche ich denn für den Hammer nochmal? Achso, da brauche ich nur Diamanten. Entschuldigung. Ich brauche 2 Diamanten noch. Komm schon. 2 Diamanten kriege ich doch jetzt noch. Komm schon. Mach mal schneller hier. Ich brauche Diamanten.
Schneller, schneller, Sklave. Schneller. Heute noch. Einen habe ich schon mal. So, jetzt mache ich einfach mal 18 Scheren. Diamantscheren. Was hältst du davon? Diamantscheren. Ja. Einfach unseren gesamten Diamantvorrat dafür draufballern. Nein. Lass das. Lass das. Lass das. Nur Experten wissen, worum es geht. So, aber irgendwie habe ich das Gefühl, habe ich hier noch irgendwas Besseres vom Hungern her? Das sind 2,5. Das sind 3. 3,5. Versuche ich mal mit Brot. Also Reisbrot bringt am meisten, aber deins habe ich gerade eingesteckt. Toll, jetzt haben wir natürlich 4 Diamanten. Hm. Das sind mir zu viele Diamanten. Jetzt will ich nicht mehr. Jetzt hab ich keinen Zwölfstich. Genau. Jetzt brauche ich noch einen ganzen Haufen Sticks. Viel zu viele natürlich gemacht. Ein Compressed Hammer, 2 Compressed Hammer. Ach, du brauchst gerade die Crafting Station. Ja, ich bin gleich fertig. Na, nur keine Teile, nur keine Eile. So, Auto-Compressed Hammer, Auto-Compressed Hammer. Sollten jetzt alle gewesen sein. Darf ich? Ja. Ja, je besser das Essen, desto höher ist der Boost beim Sieb. Aha, cool. So. Also ich hoffe, dass ich jetzt die Anlage noch fertig kriege, weil wir können hier noch maximal noch eine Aufnahme machen, oder? Hey, nee, wir können ganz normal aufnehmen. Ja, je nach schaffen wir aber nur noch eine Aufnahme, glaube ich. Noch zwei. Noch zwei kannst du mir mal einen Gefallen tun? Ja. Dass du mir jetzt mal wirklich ein bisschen schnell hilfst, sage ich jetzt einfach mal. Was ist denn? Ich brauche hier drunter nochmal eine Etage drunter. Hast du Wasser dabei? Nee, aber einen Eimer. Wasser ich haben hab wir einen Eimer Wasser. Mach weg. Also quasi brauche ich unter den Maschinen einmal einen freien Gang. Ja, dann mach weg, einen Block. So. Insert, always active. Always active, insert. Always active, insert. Always active, insert. Also ich erkläre ganz zum Ende, so wie man es bei mir kennt, wie genau das funktioniert. Was denn? Tschüss. Ich brauche eine einzige Reihe. Mehr brauchte ich hier. Du hast gesagt, einen Gang. So heißt es. Ja. Du hast zu mir gesagt, einen Gang. Aber das, was du da hast, kannst du theoretisch auch liegen lassen, sonst. Darfst mir auch gerne hier im Schnell helfen. Beziehungsweise, wie weit bist du bei den Joran? Noch gar nicht weit. Die brauchen wir brauchen 13 Stück. Und ja, ich stresse. Und ja, ich brauche Kopfschütteln. Kopfschütteln hilft da nicht viel. Ne. Du kennst mich. So. Wie hieß das Ding nochmal? Draba. Verdammt, ich hab zu wenig Kabel. So, jetzt brauche ich Redstone. So, also theoretisch funktioniert die Anlage gleich, wenn ich da jetzt Strom drauf packe. Und wir genug Strom hätten. Wo ist das Ding? Was? Wo haben wir? Hier liegen die drin. Hast du zufälligerweise noch 3 Redstone über für mich? Sag ich dir gleich, nachdem ich das Ding gecraftet habe. Okay. Verdammt. Ich habe die böse Befürchtung, dass du es nicht hast. Wo kriegen wir da am meisten raus? Diamantsieb. Okay. Sieb, Diamant. Und ein bisschen was klein hacken. Beziehungsweise ich kann auch einfach
drüben die Anlage ein bisschen anders verkabeln, dann macht die mir schon mal Dust. Kannst du mal bitte schlafen gehen? Und ja, ich weiß, ich überfordere dich gerade. Du bist abgeschossen, Achtung! Noob! Noob, du brennst! Knob, 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 Knob! So. Ah, verdammt, das heißt, hier brauche ich auch noch eine Ebene.